sagt heute zum Beispiel die Deutschland-Tour. Es will einfach keiner mehr Geld in gedoppter Radler investieren, so scheint es. Aber will auch keiner mehr sehen, wie sie kämpfen, wie sie schwitzen, wie sie strampeln. Dazu sagte der geständige Doping-Radfahrer Jörg Jaschke heute, die Leute sehen in Deutschland gerne Radrennen. Man darf sie aber nicht, Zitat, verarschen. Welch wahrer Satz in diesen verlogenen Zeiten. Wie geht's weiter im Radsport? Dominik Röhls fährt für das einzige verbliebene deutsche Profiteam. Sein Sport und damit sein Beruf steht auf der Kippe. Das Thema im Geschäft von Radsport Schneider, Kölns Radmecker. Prinzip Hoffnung beim Profi. Ja, ich weiß definitiv, dass mein Team natürlich weitermacht. Da bin ich auch sehr froh, dass Milram dem deutschen Radsport erstmal noch die Stange hält. Des Weiteren wird es natürlich, ich denke mal, für jeden Rennorganisator schwierig da irgendwie, weil die Tour de France natürlich auch mit der Übertragung ein Zugpferd war. Die Folgen der immer wiederkehrenden Dopingfälle sind für den Radsport dramatisch, weil die Perspektive fehlt. Der 16-jährige Thomas Schneider will Profi werden, geht aufs Sportinternat, aber Geld verdienen mit dem Sport? Es wäre natürlich schön, den Sprung ins Profilager zu schaffen. Ist allerdings auch ein ziemlich schwerer Weg. Wenn das klappen sollte, wäre ich dann schon froh, wenn es dann bis dahin ein sauberer Sport ist, ja. Sauberer Sport. Prinzip Hoffnung bei denjenigen, bei denen sich alles nur ums Rad dreht.